So, Freunde, da sind wir auch schon wieder bei Sniper Elite 3 mit der Kampagne oder dem aktuellen Auftrag Fort Refugio. Ihr seht, ich habe Kampagnenfortschritt 10%. Letztes Mal hatte ich 8%. Das heißt, für eine Aufnahme 2%? Ungefähr, cool. Dann würde ich sagen, setzen wir mal ohne Umschweife das Spiel direkt fort. Immer noch auf Meisterschütze, bitte. Ich habe Fort Refugio erreicht. Der Informant ist unsere einzige Spur. Ich hoffe, er ist noch am Leben. Die Alliierten hielten diesen Ort bereits 41 während der Operation Compass. Darum kenne ich den Grundriss. Die Festung klebt an einem Felscliff, uneinnehmbar für eine Armee. Aber ein Einzelkämpfer sollte einen Schleichweg hineinfinden, sobald ich an den Suchscheinwerfern vorbei bin. Sogar nachts sind die Achsenmächte auf den Beinen. Es wäre Selbstmord, mein Gewehr einzusetzen, solange ich hier unten bin. Und selbst dann, wenn man mich hört, werden sie Verstärkung anfordern. Ein Sturm zieht auf. Der kommt mir gerade recht. Na super, das scheint ja genau meine Mission zu sein, wenn ich keine Waffen einsetzen soll. Nur schleichen. Oh, kann ich das Gewehr gleich zu Hause lassen. Also ich habe gerade mal bei dem Video die Untertitel mitgelesen. Wenn ihr es nicht getan habt, bitte tut mir den Gefallen, spult nochmal zurück und schaut euch mal die Untertitel an. Und achtet mal drauf, was er sagt und was in den Untertiteln steht. Das war an manchen Stellen sowas von unterschiedlich. Das war... Katastrophe. Wir haben neue Ausrüstung. Deswegen gehen wir jetzt mal auf L1 und schauen uns mal an, was wir hier Neues haben. Bearbeiten. Ich scheine einen neuen Sniper freigeschaltet zu haben. Ist die schlecht. Rückstoß, Mündungsgeschwindigkeit, Katastrophe. Aber der Rückstoß ist besser, aber der Schaden ist schlechter. Ich glaube, nur bleibe ich tatsächlich bei der Gargano. Vielleicht habe ich da irgendwas so freigeschaltet, vielleicht? Ein Lauf oder so? Sieht aber nicht danach aus, leider. Schade. Gut, was mir übelst gefehlt hat letztes Mal, waren die Landminen. Dynamit! Auch nicht verkehrt, Alter. Aber dann könnte ich das nämlich auch... Ich sag mal, wenn jetzt ein Panzer hier angeschlichen kommt... Panzerbrechende Munition kann Fahrzeuge mit wenigen Schüssen zerstören. Finde ich auch gut, dann nehme ich das gleich mit. Verband. Ich glaube, Verband brauche ich nur einen. Au, es geht nicht. Ich könnte eine Granate noch mitnehmen. Nee, dann lasse ich beim Verband, glaube ich. Die Granate ist okay. Weil ich die auch nicht benutzt habe, ne? S-Mine, Anti-Infanterie, zwischen zwei Punkten, eine gewaltige Anti-Fahrzeugmine. Jawohl, gut, gegen Anti-Fahrzeug habe ich jetzt ja was, ne? Nee, dann bleibe ich bei der Granate, alles klar. Habe ich vielleicht irgendwas anderes als die blöde Velrot? Die deutsche Luger verfügt über eine hohe Schussrate, verursacht aber auch weniger Schaden. Ja gut, die verursacht genauso viel Schaden. Ist allerdings schallgedämpft, deswegen bleibe ich bei meiner guten alten, aber trotzdem von mir übelst gehassten Velrot. Habe ich was anderes als die Tommy Gun? Nein. Okay. Gut, dann, starten wir mal die Mission, würde ich sagen, ha? Start! So zerstört man leichte Fahrzeuge. Bam, 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 rrr. Schießen, zielen, bumm, Explosion, je, freuen, au. Oh. Das ist, guck mal, da unten, das letzte Bild, ist so ein Pikachu, was überfahren wurde, oder nicht? Oh, Mann. Alter, sieht das krass bewacht aus, ne? Das ist unglaublich. Okay. Das heißt, tatsächlich soll meine Waffe also am besten... Ich habe eine Steinschnuppe gesehen. Was hat er gesagt? Ich habe nicht zugehört.
Ich glaube, er hat gesagt, wenn ich töten muss, dann lieber leise. Okay, trotzdem checken wir erstmal das Gebiet. Oh, markier doch. Okay. Da ist noch einer. Dein Zelt ist keiner. Da ist... Oh, lol. Okay. Ah, oh, Fadenkreuz, wo bist du? Dort. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Ist da auch noch einer? Nee. Da ist noch einer. Lol, mein Nachbar hämmert hier gerade irgendwas in die Wand. Ich hoffe, das hört man nicht. Da ist auch noch einer. Wie viele habe ich noch? Zwei kann ich noch markieren. Ne, der ist natürlich überweit weg. Aber den habe ich trotzdem lieber auch im Blickfeld. Okay, das ist der Suchscheinwerfer hier oben. Den habe ich ja schon markiert. Habe ich dich markiert, Kollege? Ja, habe ich. Super. Ja, und sonst... Doch, da. Okay. Gut, jetzt habe ich 8 Leute markiert. Mehr kann ich nicht markieren. Wo ist die Karte? Wie würde ich denn theoretisch da reinkommen? Also entweder... Es sieht aus, könnte man da rein... Oh, warte mal. Ich nehme mal kurz meinen Sniper in die Hand, nur um zu gucken. Da ist eine Tür. Dafür muss ich allerdings an denen vorbei. Oder... Ich laufe da rein und muss auch an denen vorbei. Lol, da fährt ein Auto. Da ist ja noch einer! Den will ich auf jeden Fall auch markiert haben, weil der ist mir deutlich noch gefährlicher als der andere. Warte mal, dann nehmen wir den. Wo war denn? Dort. Nehmen wir einen von... Na, den vielleicht schon. Nehmen wir den mal weg. Und markieren stattdessen den hier. Gut. Das heißt, ich zähle schon auf jeden Fall mehr als 8 Soldaten, die hier spazieren laufen. Na dann, gehen wir mal los. Obwohl, ich speichere, glaube ich, lieber nochmal. Dann habe ich die zumindest, selbst wenn ich jetzt frecken sollte, schon alle markiert. Hoffentlich. Je. Okay. Da gehe ich, will ich aber gleich auch nochmal runter gucken. Ob ich da welche... Ja, guck mal, da steht nämlich schon der erste. Da oben im Turm einer? Sieht nicht so aus. Das heißt, den könnte ich, wenn ich mich gut anstelle, einfach wegmessern. Leise. Leise. Also, ganz ehrlich, lautlos killen, weiß ich nicht. Würde ich anders machen, glaube ich. So, da ist so eine ganz gute Position hier hinten unter dem Busch. Dass er nicht entdeckt wird. Oh. Okay. Alter, besser kann man ihn noch nicht verstecken, oder? Ganz ehrlich. Habe ich den ausgenommen? Ich glaube, man nimmt den automatisch aus, wenn man ihn aufhebt. Ich habe auf jeden Fall gerade irgendwas eingesammelt. Okay. Da war schon wieder eine Sternschnuppe. Alter, da sind ja noch welche. Da ist er. Lol! Scheiße, der fährt natürlich genau das übelste Auto an mir vorbei, ne? Egal. Das kriegen wir hin. Keiner war hier, ihr habt mich nicht gesehen. Alles cool. Gut, das heißt, da vorne muss ich auf jeden Fall aufpassen, weil da ab und zu mal gerne ein Auto reingefahren kommt. Ich höre jemand pfeifen. Alter, ey, da kommt der übelste Truppentransporter an mir vorbei. Alles klar. Weiter geht's.
Finde ich ja blöd, dass man geduckt nicht sprinten kann. Wenn ich jetzt sprinte, dann aufstehen, Dauerlauf machen. Wie war das mit dem Sturm zieht auf, Alter? Ich finde, es sieht ziemlich... Wobei, da hinten kommen Wolken. Nee. Da höre ich ja schon den Donner. Wunderbar. Okay, da kommt kein Auto. Jetzt... Stacheldraht. Schnell. Super. Oh, da chillen wir nicht am Lagerfeuer. Jetzt die Frage. Müssen wir die wegmachen? Ich glaube nicht. Ich glaube, die können wir am Leben lassen. Schleichen wir uns lieber mal hier durch die komische Zeltanlage. Oh oh. Ja, das sieht doch gut aus. 200 Meter noch bis zu meinem Ziel. Ab geht da der Peter. Ich hoffe, der kommt nicht hier hinten lang. Entscheide dich! Alter, was macht der denn da? Da kommt ein Auto. Aber diesmal in die andere Richtung. Toll, der steht jetzt natürlich genau da, wo ich gerne lang gehen würde, ne? Ich glaube zwar nicht, dass es klappt, aber... Suchscheinwerfer! Na toll. Standort wechseln. Oh, sie schießen auf mein Gesicht. So, ab in die Suppe. Ja, okay. Also sind die doch gar nicht so blind, wie ich gedacht habe. Schade eigentlich. Steht da oben einer drauf? Hm. Alter, was ist denn hier los? Ey, alle 10 Sekunden Sternschnuppe oder was? Mond. Lul, da noch einer. So, könnt ihr eure Suche jetzt mal beenden, bitte? Wundert mich eigentlich, weil... Heißt es nicht eigentlich, dass das deutsche Soldaten sind? Warum sprechen die dann irgendwie... keine Ahnung, das klang für mich gerade irgendwie wie Spanisch. Oh oh. Jawohl, ja, so macht man das. Ich finde es ja witzig, wie lange die brauchen, um zu realisieren, dass sie da jemanden sehen. Also erst so dieses Gelb, wahrscheinlich so dieses, da hat sich was bewegt. Und dann ist der Balken gelb und dann muss er nochmal rot werden, bevor sie checken, das ist ein Mensch und der ist böse. Finde ich ganz schön witzig eigentlich. So, Kollege, erstmal durchsuchen. Dann aufnehmen und verstecken. Ein Auto. Hinlegen, hallo. Oder zumindest hinhocken. Jawohl. Okay, cool. Da haben sie mich nicht gesehen. Da vorne ist auch keiner mehr am Feuer. Das heißt, ich muss tatsächlich doch wieder hier lang. Ja, so langsam fängt das Gewitter an. Ich weiß nicht, ob dieses Gras mir wirklich Sichtschutz bietet. Oh oh. Nein, nein. Du hast mich nicht gesehen. Nein, du siehst mich nicht. Oh. Nein, du siehst mich nicht. Alles cool. Bleib cool, beruhig dich. Alter, wenn ich jetzt hier die Leiter hochklettere, natürlich sieht er mich dann. Ja, toll, der kommt. Da muss ich mal wieder meine Scharfschützen-Skills auspacken. Ey, nein!
So viel zum Thema Tasche. Alter, was ist denn los, Mann? Ja, komm. Bitte, ich bitte dich. Ich möchte dich gar nicht töten. Ja, töte mich, komm. Hier kriegst du Freikill, komm. Lul? Er muss das zweimal nachladen. So, so wollen wir ja hier nicht, das wollen wir ja so hier nicht machen, wa? Nee. Wir wollen das ja vernünftig klären. Und wenn ich so inkompetent schieße, dann ist das eben so. So muss das nämlich gehen. Und nicht anders. Ich will den dann nicht hier liegen lassen, weil dann wird er gleich wieder entdeckt. Ist vielleicht doch gar nicht so blöd, die Leichen einfach einmal mitzunehmen und wegzuwerfen. Ich habe eine Landmine bekommen. So, hier liegt auch irgendwo dein Kollege schon, da kannst du schön schlafen gehen. Hier. Alles klar. Dann auf ein neues. Aber warte mal, wer hat mich denn gerade gesehen? Der Typ, der hier vorne gechillt hat, ne? Ich hoffe nicht, dass wir ihn jetzt zählt. Da, der. Den holen wir uns jetzt. Das war leise. Super. Das hat gar nicht so schlecht funktioniert. Kann der da liegen bleiben? Alter, nee, das ist ein Suchscheinwerfer. Nehme ich ihn auch wieder mit. Ich kann natürlich nur so mega langsam laufen mit dem. So. Dahin. Ist eigentlich so mega offensichtlich, ne? Oh. Ich bin mal gespannt. Da oben sind auf jeden Fall welche. Ich würde aber jetzt gerne nochmal speichern. Damit das so alles seine Richtigkeit behält. Je. So, und dann auf. Ich werde 100 pro gesehen, oder nicht? Okay. Oh, 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 oh. Na, fuck, der sieht mich. Gut, ich glaube, das ist eine ganz gute Stelle, um mal wieder eine kleine Cut zu machen und uns in der nächsten Folge weiter ins Fort Refugio zu schleichen, um einzudringen und irgendwas zu tun. Den Informant rausholen, genau das wollte ich sagen. Gut, Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein!